Karte aus der Staatsprämienstute Golden Beauty von Chalices B, dem Golden Dancer, der Arno. Gott, so, und da noch einmal Dominik B. Hier ist Jacqueline, ist in den Sattel gestiegen, Jacqueline Schopp. Sie präsentieren uns 2021 Prämienengs, 2023 siegreich in Reitpferdeprüfung und Dressurpferdeprüfung, meine Damen und Herren. Top dabei. Schaut ihn euch an, Jacqueline, weil sie alle auszubilden, die Talent mitbringen, aus denen macht sie was. Pferde von 0 bis 100. Von Reitpferdeprüfungen bis ganz, ganz schwer. Und einer besser wie der andere. Er? Ja. Jacqueline, der Markus sitzt hier oben neben dir, legt dir wunderbare Musik auf und sagt dann, ach Mensch, wenn sie doch jetzt noch ein bisschen lächeln würde, dann wäre das doch alles noch viel schöner. Jacqueline, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Wunderbar aufgemachtes Leistungsmodell. Schaut hin, mit ganz viel Riss und Linie. Und an dieser tolle Typ hier back auf präsentiert. Grundgangarten, das seht ihr jetzt hier in der Trabbewegung mit Kraft und schwungvoller Mechanik. Allerbestes Hinterbein. So. Halbbruder zu ihm ist kein geringerer als der in der Zucht und Sport hoch erfolgreiche Ausnahmehengst Dating AT-NRW. Die ersten Fohlen des Dependants AT sind im letzten Jahr geboren und überzeugt auch alle wie er mit ganz viel Schwung und Hebel im Trab beim besten Typ werden. Tja, und bei Dependance kommen eben zwei großartige Linien zusammen. Vater D-Power AT konnte mit dieser AT 2020 und Dancing in the Moonlight 2021 gleich zwei Jahre in Folge den Siegerhengst in Hannover stellen. D-Power AT war ja 2016 selbst Siegerhengst der westfälischen Reitponykörung. Er war Westfalen-Champion der dreijährigen Reitponyhengste. Fünfjährig war er Seriensieger in Dressurpferdeprüfung, meine Damen und Herren, und hat eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Und wir sehen hier kombiniert mit dieser großartigen Staatsprämienstute Golden Beauty von Genesis, meine Damen und Herren, diese Golden Dancer Tochter. Das ist natürlich Leistungsblut und Allerbestes aus dem Rheinland hier zusammengebracht. Diese Blutführung macht den Mutterstand zu etwas ganz Besonderem. Hier sind Vererberlegenden, hier sind Sportheroen in einem Pedigree vereint und lassen für ihn, für diesen Youngster, für Dependance, ganz Großes erwarten. Ein Hengst in nobler Aufmachung, ein Hengst modern, wie es moderner kaum geht, ein Hengst mit ganz großer Zukunft. Das ist Dependance AT. Hier noch einmal für Sie der Abschlusstanz des Dependance AT mit seiner Ausbilderin, mit Jacqueline Schopf. Und Lars steht da im Eingang und schaut ganz genau hin. Lars, ich denke, du kannst die Hände aus der Tasche nehmen. Wir sind zufrieden, oder? Jawohl!